Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fallout 2. Ja, ich weiß, in der letzten Folge ist eigentlich nichts passiert. Ehrlich zu sein, wir sind eigentlich hier nur rumgelaufen. Ich habe gekauft, verkauft, ein bisschen erkundet. Also wirklich viel ist natürlich jetzt nicht rumgekommen. Aber wie gesagt, ich finde, das gehört zum Spiel einfach dazu. Also ich versuche das Ganze ja so kurz wie möglich hier zu halten. Was ist eigentlich das für eine Bruchbude hier? Siehst du, Schreibtisch, sieht nur noch alte Computer. Wie ist ein alter Laden eigentlich, so ein Einkaufsladen? Ja, irgendwelche Werbung hier. Da hätten wir nur ein paar Klos. Mal sehen, ob das vielleicht ein Händler ist, den wir vielleicht sogar aufsuchen müssen, dass wir für Broken Hills dieses eine Ersatzteil bekommen. Der alte Mann schiebt die zerbrochene Brille auf die Nase und seufzt entnervt. Ja, was willst du? Komm schon, Mann, raus damit. Weißt du, es gibt koffeinfreie Magen, die genauso gut schmecken wie die richtigen. Funkel dich an und schnaub dann. Heißer Renesco, sag mir einfach, was du willst, du... Naja, was auch immer du bist. Blick dich argwöhnisch an. Du siehst aus wie einer dieser sonnenanbetenden Menschenaffen unter diesem ganzen Aufzug. Ich komme aus einem Dorf im Nordwesten, Arroyo. Gut, ich muss ihm ja nicht sagen, wo ich herkomme eigentlich. Du hast ein interessantes Vokabular, Renesco. Kommst du hier aus der Gegend? Über die Vergangenheit einer Person redet man hier in Yorino besser nicht. Also, was willst du? Du hörst dich wie ein gebildeter Mensch an. Hast du schon mal von einem Geek oder einem Ort namens Bunker 13 gehört? Geek? Wie in Garten Eden Erstellungskit? Wird mit einer Basisreplikationseinheit Holodisk-Laser mit Auswahlelementen aus der Kongressbibliothek und einer kleinen Stablampe geliefert? Ja, mein Dorf hat Schwierigkeiten mit der Ernte und sie brauchen das Geek, um das Dorf zu erhalten. Weißt du, wo ich eins finde? Hm, das könnte es sicherlich leicht, wenn du eines finden kannst. Weiß nicht einmal, wo du anfangen könntest zu suchen. Der NKR oder in Bungerstadt. Vielleicht. Aber ich bezweifle, dass sie eins haben. Aber was? Aber diese selbstgerechten Rindviecher könnten dir vielleicht die Richtung weisen, wenn sie langsam sprechen und kurze Wörter verwenden. Die NKR oder Bungerstadt, sagst du? Ich werde mich auf die Suche nach diesen Orten machen und die Bewohner nach dem Geek fragen. Danke. Warum sollte das Geek nicht im heiligen Bunker 13 sein? In den Schriften heißt es, dass das Geek im heiligen Bunker 13 versiegelt ist. Renesco schreit dich wütend an. Es sieht so aus, als würde er dich gedanklich ausziehen und deine Stücke reißen. Macht nichts, ich hatte noch ein paar Fragen. Ich suche nach ein paar Minenteilen für Broken Hills. Augen verengen sich. Also? Naja, ich brauche die Teile, um den Luftfilter in der Mine zu reparieren. Zaius hat mich geschickt. Er sagte, der Kanarienvogel hat den Löffel abgegeben. Und? Und? Und der zweite Teil war? Zweiter Teil? Er hat nichts von einem zweiten Teil gesagt. Dieser kleine Bast. Wollte dich nur auf die Probe stellen. Es gibt keinen zweiten Teil. Nun, wenn dich Zaius geschickt hat, kann ich vielleicht ein paar Teile entbehren. Hier. Lass sie nicht fallen. Danke, ich habe noch ein paar Fragen. Habe ich dir schon von meinem Dorf Arroyo erzählt? Er funkelt dich wortlos an. Ich glaube, Arroyo würde dir gefallen. Es ist ein friedliches Dorf. Abgesehen von den Pflanzen, die von bösen Geistern besessen sind. Und natürlich dem Tempel der Abprobung mit den tödlichen Speerfallen und den menschenfressenden Riesenameisen. Er funkelt dich immer noch an. Und manchmal gerät die Ältere wegen Kleinigkeiten außer sich, wie in der einen Nacht, als ich mein Zölibatsgelübde ignoriert habe und mit Reina deren Beine mit Kraft von 1000 Schlangen drücke. Renesco wirft einen vernichtenden Blick zu. Es ist, als wäre es gestern gewesen. Reinas Körper glänzte wie Silber im Mondschein, als sie sich niederkniete und... Hey, weißt du was? Du könntest die Ältere mögen. Sie ist etwa in deinem Alter.
Er funkelt dich immer noch an, als glaube er, er könne dich verschwinden lassen, wenn er sich nur intensiv genug vorstellt. Habe ich schon erwähnt, dass Arroyo von meinen Vorfahren, dem heiligen Bunkerbewohner, gegründet wurde? Er unternahm eine legendäre Reise vom Süden aus, nachdem er ein großes Unheil abgewendet hatte. Du bläst die Brust auf und blickst stolz in die Ferne. Jetzt bin ich der Erlöser meines Stammes, auserwählt, nach dem heiligen Geek zu suchen. Das hat mir schon gehabt mit Geek. Was? Gus hatten wir ja schon. Aber ich möchte mal sehen, was du zu tauschen hast. Kondome? Oh, Flammenwerfermunition. Ich habe nur keinen Flammenwerfer. Ach, das sind die Minenteile. Ach, Geld und Stimpaks. Tourist und irgendwelche Drogen. Drogen. Stimpaks. Super Stimpak. Oh, der hat so geile Sachen. Red Away und Red X. Erste-Hilfe-Buch. Pfadfinderhandbuch, das könnte ich gebrauchen. Also wenn wir dann mal etwas verhökern wollen, müssten wir unbedingt hier zurückkehren. Okay, also ich mache mich auf den Weg nach Bunkerstadt. Mache ich doch schon noch gut. Gelobt, sei der Bunker! Du bist der Ballad. Ach ja, klar, wegen den Minenteilen, klar. Könnt ihr in der Gegend eine Werkstatt aufmachen, sagt Vic. Dann mach's doch. Dein Boss gibt dir grünes Licht. Ah, ich brauche mal jemanden, der mein Ersatzteil trägt. Ich möchte hier nicht so rumschleichen. Hier, Cassidy. Eigentlich gebe ich ja immer Sulek den ganzen Quatsch. Und er muss das alles tragen. Aber der ist selbst überladen. So, ich gehe erstmal die Klasse 13. Dann gehen wir mal hier in das Häuschen rein. Ach, das soll eine Kirche sein. Hey Typ, kannst du mir fliegen helfen? Oh, ich seh mal. Hier gibt es Gegenstände zum Einsammeln. Sind irgendwelche Blümchen hier hinten? Schätze, mir geht's eigentlich nicht weiter. Ich weiß nicht, warum er das hier eingebaut hat. Ah, oh, verdammt. Ha, ich hab dich ausgetrickst. Ich möchte echt wissen, was in der Kiste drin ist. Aber ich weiß nicht, ob der Pfaffe wieder ein böse ist. Eine Sammelbüchse. Ach so, na, das ist nicht viel Geld. Grüße, mein Sohn. Was kann Vater Tully in dieser wunderschönen Reno-Nacht für dich tun? Wer bist du denn? Vater Tully, zu deinen Diensten. Bin das geistliche Oberhaupt der guten... Naja, der Leute in Yuino. Und das kannst du nur erreichen, indem du dich betrinkst? Keineswegs. Früher habe ich's mit Alkohol gehabt. Aber die Abstinenzlervereinigung hat mir geholfen, diese schreckliche Gewohnheit aufzugeben. Die Abstine... Jetzt bin ich auf dem geraden und beschwerlichen Weg. Das verdanke ich Mrs. White, die Gute. Ach, das ist doch... Die White-Familie ist doch die, die eigentlich die Stadt mit Alkohol versorgt haben, wir doch von Schulz gehört. Das ist die Familie, die halt wie gesagt Alkohol herstellt und verkauft. Bin schon seit mindestens einem Monat trocken. Oder war es doch eine Woche? Ach Mist, ich weiß nicht mehr genau. Eine Woche ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Sag mal, ich habe ein paar Fragen. Trocken wie Sand, was? Wie viele Finger halte ich hoch? Starr deine Hand an. Sind das 6? Oder sind das 3? Sehr gut, ist beides richtig. Sag mal. Ich hatte noch ein paar Fragen. Hast du schon mal etwas von einem Geek gehört? Ein Garten? Geht ein Erstellungskit? Kann ich behaupten, dass ich das schon mal gehört habe. Tja, außer, ja. Sag mal, entschuldige, wenn ich frage, aber du hast nicht zufällig ein Fläschchen dabei?
Ich brauche was für die Messe und mein Hals ist ein bisschen trocken. Ich könnte ja was holen, wenn du willst. Das ist eine gute Idee. Sei drauf gesegnet. Ich weiß zufällig einen Ort östlich von hier, beim alten Bahnhof. Da verkaufen sie das Weihwasser. Das brauche ich. Okay, ich gehe welches holen. Ich brauche dafür ein paar Chips. Natürlich, natürlich. Chips, Chips. Wo habe ich nur die Chips? Seine Augen fallen auf die Sammelbüchse neben dir. Ah, warum habe ich denn nicht gleich dran gedacht? Warte ein Momentchen. Warte geduldig, dass er etwas aus der Sammelbüchse nimmt. Tally stolpert über die Sammelbüchse, neben dem Podium und fischt darin herum. Hier hast du. Er gibt dir ein paar Chips. Gesegnet seien die Armen. Geh. Gib's im Namen von allem aus, was heilig ist. Danke, ich komme bald mit dem Alk zurück. Hier, Himmel muss verschlafen haben. Hättest du doch was gesagt. Was zum Teufel habe ich gerade gesagt? Wer bist du? Das hat er schon gesagt. Ich habe ein paar Fragen zu Yowino. Hast du schon mal von Bunker 13 gehört? Bunker 13? Keine Ahnung. Tja, ich meine, im Norden von hier gibt's Bunker Stadt. Ist das vielleicht das, wonach du suchst? Ja, jetzt, wo ich darüber nachdenke? Ja. Was ist, soll er wieder Alkohol haben? Naja, ich kann mit dem Typ nicht handeln. Und er will immer zu noch saufen. Lass du wollen. So die Frage, welchen Alkohol möchte er denn? Röntgenrum habe ich hier ganz bisschen. Ich würde vielleicht eine Flaschen. Wie heißt das? Rachenputzer. So eine Flasche Rachenputzer vielleicht geben. Vielleicht reicht das ja. Ah, ich wollte nicht, dass du hier bleibst. Aussehen wie guter Ort zum Kurz. Ja, ja. Lass du wollen. Ach, dieses Verklicken. Dass diese hohe Auflösung nicht unbedingt so sinnvoll. Sag mal, ich habe etwas Alk mitgebracht, Vater. Können wir jetzt im Moment reden? Vielen herzlichen Dank. Nimm die Flasche, nimm einen Schluck. Ah, tut mir leid. Worüber haben wir geredet? Über die Familie Bishop. Ah, die Bishops, genau. Machthungrig, die ganze Sippe. Liegt denen im Blut. Es ist nur, der alte John Bishop ist so damit beschäftigt, die Stadt an sich zu reißen, dass er sich nicht um seine Geschäfte zu Hause kümmert. Geschäfte zu Hause? Schenkt seiner Frau und Tochter keine zwei Sekunden. Kein Wunder, dass die ganz wild geworden sind. Kommt alles bei der Beichte raus. Verstehst du? Oh, und was sagt Mr. Bishop so bei der Beichte? Tja, nicht so viel. Aber außerhalb der Beichte höre ich so manches über den alten Bischof. Verschlagener Teufel. Hat einen eisernen Willen. Den hat er. Ganz schön hart. Ich glaube, das steckt hinter den Überfällen auf Bongerstadt. Hast du davon gehört? Ja. Ignoriert dich, siehst du, vor ein paar Monaten schickt er alle Bischof eine Karawane nach Bongerstadt und schlägt eine Vernunft-Ehe zwischen Bongerstadt und Yowino vor. Und sie haben sich nicht geeinigt? Nee, Bungerstadt hat gesagt, er soll sich in den Hintern stecken. Also, kurz danach wird Bungerstadt plötzlich ständig überfallen. Schnell, schmerzhaft. Und die ganze Zeit bittet der Bishop und sagt, ich könnt euch ja helfen, wenn ihr euch mit Yowino zusammentut. Das klingt nach einer seltsamen Taktik. Ich meine, ist doch viel wahrscheinlicher, dass Bungerstadt anderswo Hilfe sucht, bevor sie Bishops Druck nachgeben. Was kannst du mir noch über die Bishops erzählen? Die Bishops. Ach so, hat er schon gesagt. Mrs. Bishop, der Beichte. Was kann man so erwarten? Von einer vernachlässigten Frau mit einem Körper, dessen Kurven Blinde heilen könnten. Hauptsache Ehebruch. Ich meine, hast du ihren Vorbau gesehen? Meine Güte. Nein, ich habe ihre Titten noch nicht gesehen. Hey, was hast du denn über die Tochter? Oh, süße kleine Angela. Kleine Hexe. Kommt das Sache schön näher. Das Mädchen hat zu viele Hummeln im Hintern. Immer am Rumtraben. Treibt's mit einem Helfer ihres Vaters. Pumpt's nicht voll Shit. Shit? Teufelsblut. Verderben. Faule Sekrete. Direkt vom Busen des Bösen. Du magst also kein Shit? Das Shit bringt uns nochmal alle um. Kann mir kein anderes Zeugs vorstellen. Trinkt, stößt auf. Die mehr Schaden anrichtet als Chet. Tötet Körper und Geist.
Diese elenden Mordinos. Wie war das mit den Mordinos? Die Mordinos. Hält 3 Finger hoch. Da gibt's 2 von. Hält die Hand hoch. Big Jesus. Hält die Hand niedrig. Und Little Jesus. Vater und Sohn, die kontrollieren das Chat und die Frauen in Yuino. Erzähl mir was über Big Jesus. Jesus? Ganz schlimmer Bursche. Nimmt einen Schluck. Spielt damit die Backen aus. Handelt mit Sklaven, Chat und Dirnen. Der einzigste, der noch schlimmer ist, ist ein dreckiger, kleiner Sohn. Sein Sohn? Little Jesus? Mistkerl, der ist wie ein Präriefloh. Sagt Blut aus der Arbeit seines Vaters. Wenn der es übernimmt, wird das eine böse Sache für ganz Rino. Das könnte er nicht zusammenhalten. Chat, Dirnen, wird alles zusammenfallen. Die Mordinos sind die Quelle des Chats und der meisten Dirnen in Yuino? Ja, lächelt, leckt sich die Lippen. Huren, beginnt den Flaschenhals zu streicheln. Vater und das Chat? Chat, ja, dreckiges Chat. Die machen damit schreckliche Sachen. Schrecklich. Redding, die Stelle, nimmt einen Schluck, alles voor Gold. Was ist mit Redding? Macht eine Gehbewegung mit 2 Fingern. Chat aus der Stadt raus, nach Redding, Gold aus Redding raus, zu den Mordinos, nimmt einen Schluck. Bergarbeiter sterben, Mordinos lügen. Was hast du über die Stelle gesagt? Mordinos haben eine Farm außerhalb der Stadt, halten das Sklaven, testen Chat an ihnen, bringen sie massenweise um. Schaudert, nur die Mordinos wissen, wo die Ställe sind. Na gut, wir wissen auch, wo die Ställe sind. Was hast du gerade bei Redding gesagt? Was hat er schon gesagt? Na gut, ich muss ihn nochmal neuen Alkohol besorgen, habe ich gesehen. Denn er hat schon so viele Fragen beantwortet, dass der wieder was zu saufen haben will. Gut. Einmal Rachenputzer, bitte. Vielleicht ist ja der Weg nicht mehr immer zu überladen. Hier, ich hab Alk. Die Familie White möchten wir haben. White, was? Lächelt. Wackelt mit den Augenbrauen. Lass mich mal ein wenig über die Whites erzählen. Das ist eine zweischneidige Angelegenheit. Eine Bande gieriger Trunkenbolte und strenger Puritaner. Ach, wirklich? Bei den Whites kommen die Kinder raus wie am Fließband. Der alte Orway White will wohl die Welt wieder bevölkern. Ich hoffe nur, dass Mrs. White der Belastung standhält und die Sachen, die so in der Beichte sagen. Also es ist wirklich, wie die gesagt haben, so eine richtig große Familie. Das ist wirklich eine Familie. Der alte Typ, der bumst wahrscheinlich seine Alte immer so oft, dass wahrscheinlich das wird wie so eine Babykanone ist. Einmal das Baby rausgepresst, ist schon das nächste drin. Ach tatsächlich, was sagt denn Mrs. White so in der Beichte? Ethel White, die gute Frau, hält mich mit dem Alkohol fern und auf dem geraden und beschwerlichen Weg, nimmt einen Schluck. Die kann dir die Sünde austreiben, kann die zum Teufel, wovon habe ich gerade geredet? Von Mrs. White und die Beichte. Bei den Whites kommen die Kinder raus, das hat sie ja schon gesagt. Oh, richtig, richtig. Tja, in der Beichte hat sie nicht viel zu erzählen. Hauptsächlich Schuldgefühle, wenn sie Käfer zertreten hat oder dass ihr die Liebe mit ihrem Mann zu viel Spaß macht. Nimmt einen Schluck. Ich liebe Schuld. Und was sagt der alte Orwell White zu der Beichte? Der alte Orwell, tja, der hat eine Menge Schuld auf seinen Schultern lasten. Verstehst du? Er hat seiner Frau versprochen, aus dem Alkoholgeschäft auszusteigen. Aber er hat eine geheime Brennerei im Bahnhof hinterm Haus. Wenn sie das rausfindet, schlägt sie ihn grün und blau. Also die Frau will das also nicht, aber er will das, weil klar, das ist halt mehr oder weniger das Einzige, womit er Geld verdienen kann. Weil dem ja gesagt, die Whites sind ja von Yuino, von den 4 Familien, die ärmlichste und die schwächste. Und Alkohol ist schon mal das Einzige, was die produzieren, was die als Druckmittel haben, dass die überhaupt eine gewisse Macht haben. Und wenn das natürlich wegfällt, ist die Familie White eigentlich kaputt. Noch andere Fragen? Ah gut, der will wieder Alkohol.
Was du wollen. Was du wollen. Ah, jetzt will das Spiel natürlich wieder anfangen zu ruckeln etwas. Hier, Alkohol. Mordino. Die Mordinos? Hey, drei Finger hoch. Da gibt's zwei von. Ah, das hatten wir schon mit denen. Genau, das hatten wir schon. Achso, ich kann nur immer den Vereine. So ist das. Ich kann nur für eine Familie ausfragen. Sonst, wenn ich jetzt die nächste Familie habe als Thema, sagt er, oh, ich brauche aber jetzt wieder neuen Alkohol. So ist das also. Alkohol. So, dann nehmen wir die Familie Salvatore. Ich habe über die Salvatores geredet. Blinzelt, zuckt mit den Schultern, trinkt. Kann man nicht vorstellen, was ich gesagt habe. Die Familie ist still, wieder tot. Und du willst ihnen auch nicht gerade begegnen. Weißt du warum? Nein. Leid betrunken weiter. Weil sie Waffen haben, wie Feuer vom Himmel. Waffen, wie sie noch nie jemand in Yuino oder sonst wo gesehen hat. Schießen Lichtblitze, schneiden Mann in zwei Hälften, lassen ihn im Staub zuckend liegen. Schießen Lichtblitze? Du meinst Laserwaffen? So nennt man sie, glaube ich, Laser. Aber für mich sind sie die Waffen des Teufels. Faule Lichtwerfer, Werkzeuge, die nur den Tod bringen sollen. Ja, natürlich, Vater. Werkzeuge des Teufels und das alles. Was denken denn die anderen Familien so über diese Lichtwerfer? Einer dieser Lichtwerfer kann ein Dutzend Männer töten. Andere Familien haben früher mit den Salvatores gekämpft. Aber jetzt legt sich niemand mehr mit ihnen an. Ist so eine Art Frieden. Gut, solange es anhält, denke ich. Wer hat denn den Salvatores? Bei den Salvatores das Sagen, Vater? Das Ruckeln hat das Sagen. Jetzt geht's wieder. Na komm, Spiel. Louis. Louis Salvatore hat das Sagen. Leert die Flasche, hustet etwas. Ach, Krüppel. Braucht ein Sauerstoffgerät zum Atmen. Seine Lungen sind im Eimer. Bleibt immer im Obergeschoss von seinem Laden. Kommt nie runter. Na gut, mehr kann man nicht mit ihm sagen jetzt. Jetzt wird er wieder Alkohol wollen, aber... Ich habe eigentlich das, was ich wissen wollte, erfahren von ihm. Jetzt nochmal Alkohol ihm geben, das ist Quatsch. Wie gesagt, für euch kann das sein, dass es natürlich sehr langweilig sein mag hier. Aber ich möchte halt, wie gesagt, immer alles erfahren, was hier vor sich geht. Ach, das sind Sanderwurzeln. Na gut, das ist so ein kleines Gärtchen hinten. Ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Ich würde sagen, die Gegend haben wir auch jetzt erkundet. Hier geht es sowieso nicht weiter. Also können wir genauso gut wieder ins nächste Gebiet. So, das ist das Gebiet hier. Hier unten hatten wir eigentlich schon alles. Mehr oder weniger. Aber wir gehen erst einmal... Na komm. Hier in das andere Gebiet. Weil das ist nicht so groß und das geht dann eigentlich relativ fix. Deswegen möchte ich dann erstmal dahin. Ach, hier ist der Bahnhof. Also ist hier irgendwo die Brennerei. Hier müssen also die Familie White hier leben. Hier ist aber nicht viel los. Hier sind eigentlich nicht allzu viele Menschen unterwegs in dem Stadtteil hier. Gehen wir mal in die Hütte hier rein. Lass mal markieren, ob hier irgendwelche Gegenstände sind. Nein. Doch, hier unten ein paar Steine. Das sind irgendwelche Kinder. Hier wollen nur Chat. Hier scheint es eigentlich nichts zu geben. Oder zumindest nichts, was ich jetzt markieren könnte hier. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal
hierhin, aber speichere vorher ab, weil ich nicht weiß, ob dann vielleicht einer von denen böse wird. Wenn das nämlich eine Brennerei ist, wollen die garantiert nicht, dass da einer rumläuft einfach. Bewohner. Ein Bewohner. Und Bewohner. Verkaufst du mir die Frau von dir? Welche Frau? Ich habe doch gar keine Frau hier. Ah, jetzt sehen wir also, wie das ist, hier dieser alte Bahnhof. Da mal so ein Voltec-Plakat. Volt Future. Hier geht's nach unten, also ist da unten der Brenner. Ich habe dich im Blick, also mach nichts Falsches, klar. Du siehst eine der White-Töchter. Bleib da weg! Ich würde vorschlagen, dass du deinen Ghoul-Freund abhakt, bevor ihr Ärger macht. Eine der White-Söhne. Ah, oh, wer ist denn jetzt schon wieder am Weg? Sulik. Ah, die Steuerung ist manchmal so fummelig hier. Gut, die sagen also, der Ghoul soll weg. Da muss ich mal Lenny leider vor der Tür warten lassen. Wenn die sonst nicht mit mir reden wollen. Na komm, Lenny, lauf zu. Bitte warte hier. Das wär's. Ah, ich wollte jetzt nicht auf dieses blöde Schränkchen klicken. Ich wollte eigentlich mit der Frau reden. Das ist natürlich der Nachteil, dass ich hier die Auflösung höher habe, als die im Spiel eigentlich hätte sein sollen. Man verklickt sich halt natürlich viel, viel schneller. Aber dann hätte ich halt auch weniger vom Bildschirm. Gut, aber reden wollen die trotzdem nicht mit mir. Ist wirklich Tochter und Sohn. Aber einer von denen muss doch was zu sagen haben. Er. Ein großer junger Mann mit einem Tomahawk. Er trägt jede Menge Leder und Ketten. Ja? Wer bist du denn? Ich bin Chris. Chris White. Von der Familie White. Ich bin froh, dass du gefragt hast. Familie White? Wer ist das denn? Du hast noch nicht von der Familie White gehört? Du musst dich zu lange in der Wüste aufgehalten haben. Die Familie White ist die größte Mafia-Familie in Reno. Wir werden diese Stadt beherrschen. Eigentlich hatte ich den Eindruck, dass ihr eine der schwächsten Familien seid. Ich meine, ihr handelt nur mit Alkohol. Ihr habt kein Casino und kein Bein im Drogenhandel. Und ihr seid viel weniger Leute als in anderen Familien. Ist das ein Witz? Wenn das einer sein sollte, ist er aber ganz schön in die Hose gegangen. Versuchst du etwa, was mit der Familie White anzufangen? Nein, es tut mir leid, ich hab's nicht so gemeint. Ich habe nur ein paar Fragen. Was, wie zum Beispiel? Stellt die Familie White Leute ein? Naja, ich meine die Familie White, meine Familie, könnte da was haben. Ich verspreche dir nichts. Aber geh zu dem Herrenhaus im Süden von hier. Such da meinen Bruder Keith und sag ihm, dass ich dich schicke. Mein Name ist Chris. Chris White. Fragen, was kannst du mir über die Familie erzählen? Die größte der kriminellen Familien, wir werden die Stadt beherrschen. Gut, mehr sagt er nicht. Nur, ihr werdet alles beherrschen, bla bla bla. Bisschen Geld hatte, ein Stimpack und so ein Sprengmesser. Das ist jetzt eigentlich jetzt nicht so interessant. Hey, ist nochmal so ein Plakat hier. Hier ist ein Hund. Eine White-Tochter. Ich schätze, ich darf hier nicht rein, oder? Doch. Ich hab dich im Blick, mach nichts Falsches. Na, Spiel, komm. Bleib da weg. Gut, ich bleib weg. Ich bleib weg. Hier machen sie also den Alkohol in den Keller.
Einen kränklich wirkenden Sklaven. Sklaven? Ja, dass die hier Sklaven halten. Ich meine, wenn die Alkohol machen, von mir aus. Aber mit Sklaven, das muss ich sagen, kann ich nicht gutheißen hier. Bitte lass mich, ich darf nicht widersprechen. Also die würde ich schon gerne befreien hier, die Leute. Also die würde ich schon wirklich sehr, sehr gerne befreien, die armen Leute hier. Das mit den Sklaven, wie gesagt, das finde ich nicht gut hier. Bewohner von Reno. Ich muss raus aus dieser Stadt. Hier ist überhaupt nichts, außer ein paar Betten. Auch nichts. Was mache ich die Kinder? Ach, das ist wahrscheinlich nur dann. Naja. I killed you dead. Ich spiel dich tot. Also nicht mehr ins Deutsche übersetzt, als man die Kinder mal entfernt hat, eigentlich in der deutschen Version. Ist die Familie White eigentlich nur deswegen relativ gut, obwohl natürlich die schwächste Familie, weil halt klar, dass ein Zusammenhalt ist, weil das wirklich eine Familie ist. Da gibt es scheinbar gar keinen oder zumindest nur sehr wenige externe Mitarbeiter. Sonst sind alles wirklich nur Familienmitglieder bei denen. Wie man sieht. Aber das würde bedeuten, dass die eigentlich theoretisch alle sehr loyal gegenüber ihren Leuten sind. Ich meine, das ist ja ihre Familie. Ich hab gerübst. Tut mir leid. Oh, ihr werdet bei euch geschossen. Error, bleibt da weg. Ah, ich würde zu gerne hier reingehen, aber es kann sein, dass ich vielleicht die auch alle ausschalten werde hier. Weil ich sagen muss, die Whites, wenn die jetzt nicht mit ihren Sklavenhandel das machen würden, die würde ich eigentlich lassen, weil wie gesagt, die haben keine Drogen, ist in dem Sinne nur Alkohol in Anführungszeichen. Die würde ich eigentlich schon leben lassen. Die Mordinas werde ich vielleicht angreifen. Oh, Mrs. White zuckt zusammen. Oh du meine Güte, du hast mich ganz schön erschreckt, schielt ich an. Aber hallo schon wieder. Ich habe gehört, wie du für dich hingesummt hast und dachte, dass ich mal stehen bleibe und ein wenig mit dir plaudere. Schönes Wetter heute, nicht wahr? Aber ja, natürlich. Ich bin Mrs. Ethel White, Leiterin der Abstinenzler-Vereinigung hier in New Reno. Und wer bist du? Mrs. White, ist dein Mann das Oberhaupt der Familie White? Aber ja, ja klar ist er. Schiel dich nochmals an. Wie war das gleich? Du kennst meinen Mann? Nicht persönlich, aber ich weiß, dass die Whites den Alkoholhandel in New Reno kontrollieren. Runzel Stirn. Von was für einen Unsinn redest du denn jetzt? Alkoholhandel in New Reno? Ich weiß ja, dass mein Mann ganz gern mal trinkt. Aber er gewöhnt es sich wirklich ab. Wenn ich das jetzt sage. Ethel, falls du das noch nicht gemerkt hast, dein Mann ist der Anführer einer Mafia-Familie, die Alkohol an ganz New Reno verkauft, sich ab und zu mal eine hinter die Binde zu kippen. Ist noch das geringste seiner Verbrechen. Na gut, er verkauft Alkohol, also ich finde, das ist jetzt eigentlich jetzt nicht so ein Verbrechen. Alkohol ist doch jetzt nicht so schlimm. Und jetzt die Prohibition in den alten Vereinigten Staaten hier oder halt in dieser Postapokalypse. Das kann ich noch sagen. Genauso wie er jeden abgewöhnt, sich in den Weg seines kleinen Alkoholimperiums zu stellen. Ach, ich habe wohl an einen anderen Mr. White gedacht. Macht ja nichts, Wiedersehen. Das speichere ich lieber ab, weil ich möchte das gerne testen jetzt. Wohl, wer bist du? Wo ist der? Oberboss, er wahrscheinlich hier. Ich kenne dich nicht, mein Vater kennt dich nicht und wenn du jetzt nicht bald was sagst, ist das alles egal. Wer bist du? Ich bin Keith White von der Familie White. Sagst du mal jetzt, was du hier machst? Chris hat mir gesagt, ich soll mal hier vorbeischauen. Ich suche Arbeit. Kannst du mir helfen? Chris schickt dich also, was? Genau, er sagt, ihr hättet vielleicht Arbeit für mich. Warte mal,
klopft an die Tür hinter ihm. Paar? Steckt seinen Kopf hinein, murmelt etwas, kommt zurück und nickt zur Tür. Okay, du kannst rein, aber pass auf, der hat eine Mistlaune. Danke. Was willst du jetzt? Hey Kies, ich habe deine Mutter getroffen. Aha, was ist mit ihr? Ist sie wieder in Schwierigkeiten? Nein, kommt das denn öfters vor? Manchmal ja. Sie predigt über die Laster, Alkohol und Glücksspiel und sonst noch so einiges. Erregt immer viel Aufsehen und das passt Dad gar nicht. Weiß deine Mutter denn, was eure Familie so macht? Nee, sie weiß nicht mal die Hälfte. Sie hält Dad für trocken und glaubt, dass er nicht spielt. Außer er kriegt gar nicht so richtig mit, was er alles macht. Wenn sie die Brennerei unter dem Bahnhof finden würde, wäre hier die Hölle los. Ach so, danke Kies. Das sagst du mir einfach so. Auch wenn wir das Ganze natürlich schon selber herausgefunden haben. Das Gesicht dieses alten Mannes ist voller Falten. Er sieht so aus, als ob er der einzigste Gesichtsausdruck, dessen er fähig ist, ein finsterer Blick ist. In seinem dicken, grauen Haar finden sich nur noch wenige braune Strähnen. Nun red schon, Sibling. Wer bist du? Und was willst du? Ich bin ein einfacher Reisender und suche Arbeit. Tatsächlich? Grinst höhnisch. Tja, freut mich, dich kennenzulernen. Einfacher Reisender. Schön, dass du vorbeischaust. Wirklich sehr nachbarschaftlich von dir. Das höhnische Grinsen ändert sich in ein Stirnrunzeln, als er dich abschätzt. Suchst du Arbeit bei der Familie White? Was? Ja, ich. Zufällig ist meine Familie die Familie White. Blut ist dicker als Wasser und all das. Schaut böse drein. Wie kommst du denn zu der Annahme, dass ich solchen Sippentrick in meiner Familie haben will? Ich hab schon genug Killer. Dann stell mich auf die Probe. Lass mich zeigen, was ich kann. Sieh dich in einen Augenblick genau an. Also gut. Es könnte vielleicht von Vorteil sein, dass du keiner aus der Familie bist. Der Blick wird freundlicher. Hast du Kinder? Nicht, dass ich wüsste. Einer meiner Söhne, mein Junge, Richard, ist kürzlich gestorben. Überdosis Jet. Wie kann ich helfen? Ich will wissen, welcher Dealer Richard diesen Dreck gegeben hat und ihn gezwungen hat, es zu nehmen. Immer, wenn ich meine Jungs losschicke, das herauszufinden, kommen sie mit leeren Händen zurück. Vielleicht könnte jemand, durch dessen Adern kein Weitblut fließt, die Antworten finden. Ihn gezwungen hat, es zu nehmen. Gesicht verdroht. Meine Jungs sind clean und sie wissen, dass sie besser die Finger von dem Zeug lassen sollten, weil ich sie sonst umbringe. Und dann plötzlich stirbt Richard an einer Überdosis. Jemand hat eine Tonne Jet in ihn reingepumpt. So viel, dass das aus seiner Nase die Dämpfe kam. Tja, das heißt ja nicht, dass jemand anderes Schuld hat. Dein Sohn könnte zu viel genommen haben. Jet macht ganz schön abhängig. Ich sag nur das. Ich nehm den Job. Nickt. Also gut, hör zu. Wenn du den Mistkerl findest, der meinen Sohn umgebracht hat, rühr ihn nicht an. Komm einfach zurück und sag mir, wie der tote Mann heißt. Augen glühen. Ich kümmere mich schon darum. Irgendwelche Ansatzpunkte? Nein. Es sind alle zu ängstlich, um zu reden. Jedenfalls mit einem White. Wenn ich du wäre, würde ich ein paar der Drogendealer von Jeno befragen. Mal hören, was die so wissen. Das Chat ist von irgendwo hergekommen. Und wir wissen auch von wo. Von den Mordinos aus den Ställen. Hast du einen bestimmten Dealer in Verdacht? Wie ich das so sehe, wahrscheinlich einen Mordino-Dealer. Diese elende Familie kontrolliert fast den gesamten Chat-Handel in Reno. Ich werde mich mal in Desperat umschauen. Sehen, welche Dealer da rumhängen. Ich finde heraus, wer ihm das Chat gegeben hat. Und tue ihnen nichts, sondern komm einfach zurück und sag dir, wer es war. Verstanden. Gut, als eine neue Aufgabe. Herausfinden, wer für den Tod seines Sohnes verantwortlich ist. Aber ich möchte trotzdem mal sehen, was passiert, wenn ich seiner Frau erzähle, dass er doch Alkohol verkauft und produziert. Was wird da passieren? Du bist doch Richards Mutter, nicht wahr? Ich habe gehört, dass er erst kürzlich gestorben ist.
Das Lächeln friert ein. Ja, mein Sohn Richard, er... Ja, er hat uns viel zu früh verlassen. Ich... ja. Sieht auf ihre Hände. Ich... Ich habe gehört, es war zu viel Shit. Stimmt das? Der Kiefer spannt sich. Dies ist dreckige Gift. Ich dachte, ich hätte ihm beigebracht, die Finger von dem Zeug zu lassen. Und dann... Wo könnte er das Shit herbekommen haben? Ich weiß es nicht. Die Hände ballen sich zur Faust. Die verkaufen dieses Gift hier in Rio an jeder Ecke. Überall, wo du hingehst, handeln sie damit. Kennst du irgendwelche Händler mit Namen? Nicht mit Namen. Die sind klug genug zu laufen, wenn sie mich kommen sehen. Aber sie kleben wie ein Schwamm Fliegen an der Virgin Street. Vorn in der Stadt und vor den Casinos. Ah, ich habe noch ein paar andere Fragen. Oberhaupt. Alkoholhandel. Isel, falls du es noch nicht gemerkt hast, dein Mann ist der Anführer einer Mafia-Familie, die Alkohol in ganz Yuino verkauft. Sich ab und zu mal eine hinter die Binde zu kippen, ist nur noch das Geringste seiner Verbrechen. Was? Gütige Güte. Was für eine Unverschämtheit. Hol tief Luft. Das ist eine sehr schwerwiegende Anschuldigung, junger Mann. Das sehe ich ja ein, aber... Bläht sich auf. Vielleicht ist es ja in deinem Stamm die Regel, dass man andere in der Öffentlichkeit mit üblen Nachreden schlecht macht. Aber hier in Yuino ist es ein ganz schön dickes Ding, dass du hier in aller Öffentlichkeit zu mir kommst und schlecht von meinem Mann redest. Die Wahrheit tut nun mal weh. Ich sehe schon, dir stehen noch eine Menge Schmerzen bevor. Wiedersehen. Ich sag das dir. Sieh mal, ich sage doch nur... Nein, du siehst jetzt mal. Es ist kein Geheimnis, dass mein Mann früher eine private Brennerei in der Stadt hatte. Trotzdem, er hat geschworen, dass die nur für seinen Privatgebrauch war und auf meine Bitte hat er sie stillgelegt. Oh, wirklich? Naja, vielleicht solltest du... Außerdem hat er beschlossen, mir zu helfen und andere Unglückliche, die vom Alkohol abhängen, zu unterstützen. Dieses Laster loszuwerden. Eine Schande! Allein die Andeutung, dass mein Mann Alkohol an andere verkauft, ist... Die reine Wahrheit, Isel. Dein Mann verkauft Alkohol in Yuino und unterstützt die Trinksucht. Er macht damit die Stadt zu einem schlechteren Ort zum Leben. Hilf mir und wir können der ganzen üblen Sache ein Ende bereiten. Runzelt die Stirn, schützt die Hände auf die Hüften. Ich werde mich schon drum kümmern. Mach dir darin keine Sorgen. Und wenn ich herausfinde, dass du Unrecht hast, verlässt du diese Stadt besser. Treff mich morgen früh in der Kirche und dann sehen wir weiter. Gut, das werde ich tun. Bis dann. Ah, man kann sie also wirklich überreden, dass sie gegen den Mann sozusagen was unternimmt. Aber ich würde sagen, das machen wir erst später, weil ich möchte erstmal für ihn dann Aufgaben abschließen und sehen, was der Typ alles machen würde. Und die Aufgaben, die wir dann von ihr bekommen, dass man dann vielleicht den Alkoholhandel von der Familie kaputt macht, dass sie vielleicht, keine Ahnung, Sabotage macht oder irgendwas, dass wir das später machen. Denn so vom Prinzip finde ich das eigentlich Quatsch, hier den Alkoholhandel zu unterbinden, weil warum sollten die keinen Alkohol trinken dürfen, die Leute? Das finde ich jetzt persönlich eigentlich nicht so schlimm. Ja, was man hier noch alles machen kann. Ich gehe noch hier vor die Salvatore Bar und werde dann aber die Folge beenden. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen wollt oder andere Videos. Und in der nächsten Folge werden wir dann diesen Stadtteil erkunden. Und werde natürlich dann versuchen auch herauszufinden, wer eigentlich für den Tod von dem White-Jungen verantwortlich ist. Also macht's gut, bis dann, tschüss.